Ihr habt sicher schon mal etwas von Wettermanipulation gehört. Wir gehen dem Begriff genauer nach. Was steckt dahinter? Wie viel ist reine Verschwörungstheorie? Und was ist wirklich möglich? Das erfahrt ihr in diesem Video. Extreme Wetterlagen häufen sich und wer nicht wahrhaben will, dass der Klimawandel dazu beiträgt, sucht nach anderen Gründen. Während in Deutschland neue Hitzerekorde aufgestellt werden, gibt es in anderen Teilen der Welt Überschwemmungen. Laut Facebook- und YouTube-Beiträgen sollen dafür gleich drei verschiedene Methoden der angeblichen Wetterbeeinflussung verantwortlich sein. Sogenannte HAARP-Anlagen, Chemtrails und Cloud Seeding. Aber weder für Chemtrails noch für eine systematische Wetterbeeinflussung durch HAARP-Anlagen gibt es wissenschaftliche Belege. Auch gibt es keine Hinweise, dass das sogenannte Cloud Seeding Überschwemmungen verursacht. Jedoch ist Cloud Seeding, oder auch Wolkenimpfung genannt, tatsächlich möglich und wird weltweit auch teilweise erfolgreich eingesetzt. Doch was genau ist Cloud Seeding? Beim Cloud Seeding starten Flugzeuge in feuchte und eiskalte Luftschichten und zünden dort an ihren Tragflächen montierte Fackeln. Diese versprühen feine Salzkristalle, die als Kondensationskeime wirken. Es bilden sich Eiskristalle. Die beginnen zu fallen und erreichen im besten Fall als Regen den Boden. Diese Technik beruht auf dem natürlichen Hergang der Regenbildung. Denn der Wasserdampf der Wolken benötigt Kondensationskeime, um sich zu Regentropfen zu formieren. Normalerweise geschieht dies durch Staub, Ruß oder Pollen. Die Ausbringung von Silberiodid imitiert diesen natürlichen Vorgang. Aber auch flüssiger Stickstoff und Trockeneis können zur Wolkenimpfung eingesetzt werden. Die Methode wird seit Jahrzehnten immer wieder erprobt. Aber deren Erfolg ist umstritten, weil längst noch nicht klar ist, wo genau der beste Ort zum Versprühen der Partikel ist. Neben China, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten setzt auch Deutschland die Technik der Wolkenimpfung ein, um zu versuchen, Wetterlagen geringfügig zu beeinflussen. So wird diese Methode in einigen Weinanbauregionen, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, zur Abwehr von Hagelschäden eingesetzt. Während die Wolkenimpfung mit Silberiodid in der Praxis bereits vielerorts eingesetzt wird, fehlen hierzu bislang noch belastbare wissenschaftliche Studien. Eine 2010 veröffentlichte Studie schätzt das sogenannte Cloud Seeding als weniger effektiv ein als ursprünglich gedacht. Auch die Versuche zur Hagelabwehr, wie sie beispielsweise in Deutschland und Niederösterreich durchgeführt werden, zeigen Untersuchungen zufolge nur bedingt die gewünschten Erfolge. Die Wolkenimpfung mit Silberiodid eignet sich deshalb kaum, um Wetterlagen global und langfristig zu beeinflussen. Und auch lokal angewendet ist diese Technik der künstlichen Regenerzeugung mit einem großen Aufwand verbunden, der nicht immer das gewünschte Ziel erreicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass große Wetterlagen nicht beeinflusst werden können. Und auch kleinräumige Versuche sind bisher nicht nachweislich erfolgreich.